Und Herr Kretschmer, er ist nicht da. Aber liebe CDU, wenn Sie sich hier mal endlich glaubhaft machen wollen, dann schmeißen Sie doch diese grünen Enteignungsfetischisten aus der Regierung. Zu den geplanten Heizungsverboten und Zwangssanierungen von Häusern haben wir heute ja schon viel gehört. Meiner Ansicht nach wird hier ein schäbiger grüner Machtkampf der übelsten Sorte gegen die Bürger ausgetragen. Und die Grünen wissen genau, was sie tun. Als bekennende Deutschlandhasser wollen sie nicht nur deutsche Wirtschaftsbetriebe vernichten. Nein, nun geht es direkt an das Geld der Bürger. Vor allem geht es gegen arbeitende Bürger sowie gegen die heutigen Rentner, die dieses Land aufgebaut haben. Sie sollen nämlich nach grünen Willen ihr hart erarbeitetes Lebenswerk, die eigenen vier Wände, verlieren. Denn durch den vom EU-Parlament beschlossenen Sanierungszwang für Wohnimmobilien bis zum Jahr 2033 und durch die geplanten Heizungsverbote ab dem Jahr 2024 durch die Bundesregierung kommt ein gigantischer Kostenhammer auf Sachsen zu. Und dabei ist es völlig egal, ob man Eigentümer eines Hauses ist, in einer Wohnung oder einer Wohnung ist oder eben auch Mieter ist. Denn die Vermieter werden die Mehrkosten für die Sanierung auf die Miete umlegen müssen. Allein für Deutschland schätzt die KfW die Kosten auf rund 254 Milliarden Euro und das nur für Dämmung und Umbau. Die Wärmepumpe ist da noch gar nicht eingerechnet. Und wenn man der Debatte folgt, wollen sich die Regierenden im Bund mit Zuschüssen rausreden. Und das ist ein Taschenspielertrick, denn das Geld, was in Form von Zuschüssen verteilt werden soll, muss der Steuerzahler vorher erwirtschaften oder es wird nach Sozialistensprech, Herr Gebhardt, als Sondervermögen, als neue Schulden der nächsten Generation hinterlassen. Ja, Herr Kollege Gebhardt, und jetzt komme ich im Moment nicht auf den Namen, aber man darf den Hund nicht auf die Wurst aufpassen lassen. Aber genau das hat die Bundesregierung mit der Ernennung des Wirtschaftsministers Robert Habeck gemacht. Meine Damen und Herren, gerade in den abgelegenen Regionen im Freistaat ist es abzusehen, dass Zwangssanierungskosten den Wert vieler Immobilien übersteigen werden. Resultat: insbesondere ältere Hausbesitzer werden zum Verkauf ihres Heims gezwungen sein, weil sie keine Kredite für die geplanten Zwangssanierungen erhalten oder weil sie sich nicht mehr verschulden wollen. Den beschlossenen Sanierungszwang für Wohngebäude oder den geplanten Umrüstungszwang bestehender Heizungen auf Wärmepumpen kann man also getrost als staatlich organisierte Zwangsenteignung bezeichnen. Im Gesetzentwurf der Bundesregierung sind sogar 50.000 Euro Strafe eingeplant, wenn sich Bürger gegen den Einbau einer Wärmepumpe stellen. Meines Erachtens ist an diesem Zwangssanierungsvorhaben bereits der Gedanke des Abzockens für die Rettung des Weltklimas nicht zu ertragen. Nein, schon deswegen nicht, weil Deutschlands Anteil an der CO2-Bilanz dieser Welt nur 2% beträgt. Und das als viertgrößte Volkswirtschaft. Wir, die AfD, werden alles dafür tun, dass es nicht so weit kommt. Das verspreche ich Ihnen. Und Herr Kretschmer, er ist nicht da. Aber liebe CDU, wenn Sie sich hier mal endlich glaubhaft machen wollen, dann schmeißen Sie doch diese grünen Enteignungsfetischisten aus der Regierung und beugen Sie Aufruhr in der Bevölkerung vor. Das hat ja der Herr Kretschmer auch schon in der Presse kundgetan in der Überschrift. Starten Sie aus Sachsen heraus eine Bundesratsinitiative, über die Sie Mehrheiten im Bundesrat organisieren, um die Gesetzesinitiativen der Bundesregierung und der Europäischen Union zu stoppen. Dazu fordern wir Sie auf für unser Land und unsere Bürger. Vielen Dank.